Ja, mein Name ist Dietmar Brodel. Ich leite den Studienbereich Wirtschaft und Management an der Fachhochschule Kärnten. Die Fachhochschule Kärnten ist eine der älteren Fachhochschulen in Österreich und ich habe die Freude, seit 18 Jahren hier zu arbeiten. War auch 8 Jahre lang Rektor der Fachhochschule. Ja, und freue mich jetzt einfach mit dem Team der Fachhochschule die Dinge vorwärts zu bringen. Ja, meine Story, das ist eine Geschichte, die mir vor einigen Jahren passiert ist und die mein Leben, meine Einstellung zur Arbeit, meine Lebensfreude ganz nachhaltig verändert und verbessert hat. Vor ein paar Jahren war ich auf dem Weg nach Spital zu einer Aufsichtsratssitzung und ich bin derjenige, der eigentlich immer auf den letzten Drücker losfährt, weil ich immer denke, ich kann die Zeit eigentlich noch besser nutzen, um dann noch was hinzukriegen. Und wie üblich war ich dann etwas zu spät von hier losgefahren, aus Villach, und bin dann auf die Autobahn mit etwas überhöhter Geschwindigkeit, muss ich zugeben. Und nach einem Tunnel, dem Kreuzler Wandtunnel, war auf einmal Regen. Es war Aquaplaning. Und bin ins Schleudern geraten, also im Aquaplaning, und hatte einen Unfall, der im ersten Moment relativ dramatisch war. Das Auto hat sich gedreht und es ist erst einmal nicht lustig, wenn mit 140 oder so das Auto dann die Rückräder nach vorne kommen. Und ich hatte eigentlich mit meinem Leben abgeschlossen. Das Auto hat sich dann ein paar Mal überschlagen. Und ich habe gedacht, das war's jetzt. Ne? Also ohne großes Bedauern, sondern eher so feststellend. Und war dann sehr erstaunt, als ich den Unfall überstanden hatte, lag auf dem Kopf, also das Auto auf dem Kopf, guck eben an mir runter, so mal prüft und es ist genau nichts passiert. Gar nichts. Außer, was nicht so gescheit war, weil ich auf dem Kopf hing, habe ich gedacht, jetzt muss ich raus, habe den Gurt gelöst und bin dann hingefallen und habe mir dann beim Hinfallen ein bisschen kleinen Kratzer an der Hand geholt, der aber nicht der Rede wert war. Und das war alles, was mir passiert ist, noch nicht mal ein blauer Fleck. Und ich habe im ersten Moment gedacht, na super, toll, kannst du zur Aufsichtsratssitzung fahren, wie geplant. Fahren war natürlich jetzt erstmal nicht, weil das Auto ja total zerstört war. Ich bin dann zum Schrottplatz hingefahren worden, wo das Auto hingebracht wurde. Und von dort bin ich dann mit dem Taxi in die Aufsichtsratssitzung. Das ist natürlich vollkommen überflüssig, war dort hinzugehen, weil ich habe genau nichts mehr mitgekriegt. Mir haben dann hinterher die anderen Mitglieder erzählt im Aufsichtsrat. Das war total plank und blass und habe eigentlich noch nicht mal mehr einen geraden Satz rausgekriegt. Also vollkommen überflüssig, überhaupt dorthin zu fahren. Und für mich war zunächst einmal die Sache damit erledigt. Und wie sich dann aber herausgestellt hat, war die Sache für mich dann doch nicht erledigt, weil es hat bei mir einen gewissen Nachdenkprozess ausgelöst. Bin drauf gekommen, dass man sterben kann. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, tatsächlich werde ich wahrscheinlich auch sterben. Ja? Also alle Menschen werden sterben, also werde ich wahrscheinlich auch sterben müssen. Und daraus folgte dann eigentlich ganz natürlich die Überlegung, was machst du denn dann, wenn die Zeit tatsächlich beschränkt ist, mit der Zeit, die dir noch bleibt. Und durch dieses Erlebnis ist mir dann wirklich klar geworden, dass es nicht nur die Arbeit gibt, ich hatte natürlich auch Familie, aber dass mir ist klar geworden, dass verschiedene Bereiche zu einem guten Leben dazugehören und dass man ab einem gewissen Alter nicht nur investieren darf, sondern man sollte seine Zeit weise verbringen. Weise heißt eben, man sollte sich um seine Familie kümmern, man sollte sich um seine Freunde kümmern, man sollte natürlich auch der Arbeit die notwendige Aufmerksamkeit widmen.
Und last but not least braucht man auch ein bisschen Zeit für sich selber, ja, um nachzudenken, um zur Ruhe zu kommen, um auch zu genießen, sich zu erholen, was auch immer. All diese Dinge müssen in einem vernünftigen Gleichgewicht sein, damit das Leben Spaß macht. Und interessanterweise, und das war für mich dann auch nochmal verblüffend, es ist so, dass von meinem Umfeld das als äußerst angenehm empfunden wurde, weil ich, sage ich mal, nicht mehr ganz so verbissen bei den Dingen war, sondern eher vielleicht auch als Mensch sichtbar. Ich glaube, als Mensch war ich immer sichtbar, aber das hat dann doch nochmal was mit mir gemacht. Und vor allen Dingen muss ich sagen, mein Leben ist jetzt so reich, wie ich es mir noch nicht mal erträumt habe. Das ist eigentlich eine der positiven, vollkommen unerwarteten Erfahrungen nach diesem kleineren Unfall, der vielleicht spektakulär ausgesehen hat, aber dann sozusagen in persönlichen Folgen sehr, sehr positiv für mich war. Für mich ist sozusagen die Erkenntnis, sozusagen, wenn man es so sieht, in einem gewissen Lebensalter ist es wichtig zu investieren, zu arbeiten, aber irgendwann kommt der Punkt, entweder schlagartig oder langsam, wo man auch wirklich das Leben in seiner ganzen Fülle auch genießen sollte und annehmen sollte. Und das tue ich jetzt. Ja, also ich glaube natürlich, die neben Menschen im persönlichen Umfeld sind es zunächst einmal Lehrer gewesen, akademische Lehrer, die für mich sehr wichtig waren. In meinem Studium war ich unter anderem in Amerika und habe dort einen akademischen Lehrer gehabt, Martin Gann, der mich auch mit nach Hause genommen hat, der mir Amerika sozusagen dann auch von innen so ein bisschen spürbar gemacht hat. Der war als Persönlichkeit sehr, sehr wichtig für mich. Es ist so, wenn man anfängt zu arbeiten, denkt man immer, boah, das ist also eine unglaubliche Persönlichkeit. Im Laufe der Jahre stellt man dann fest, überall wird mit Wasser gekocht. Ne? Und das ist dann aber auch eine wichtige Erfahrung. Bin dann von der Hochschule in die Wirtschaft gegangen, habe quasi für die Wirtschaft eine Institution mit aufbauen dürfen und habe dort einige sehr erfolgreiche Spitzenmanager sozusagen von Namen kennenlernen dürfen. Die waren auch unglaublich wichtig für mich, weil sie mir eine ganz andere Art verdeutlicht haben, wie man an Themen und Probleme herangeht. Also eine Persönlichkeit war da für mich ganz besonders wichtig. Das ist der Berthold Leibinger gewesen. Und er hat einen unglaublich interessanten Führungsansatz gehabt, glaube ich. Habe mit ihm nie drüber gesprochen, aber wenn man ihn beobachtet hat, er hat sowas wie eine antizyklische Führung gehabt. Ja, wenn die Mitarbeiter in seinem Umfeld alle sehr aufgeregt waren, und die waren meistens sehr aufgeregt, weil immer sehr viel zu tun war, so ganz ruhig bleiben. Ja, das kriegen wir hin, bloß keine Aufregung. Er war Schwabe, also ich kann leider kein Schwäbisch, aber das war das. Aber wehe, die Ruhe ist angekehrt. Dann hat er Gas gegeben. Ja, und zwar sehr richtig, nie unangenehm, immer freundlich, immer wertschätzend, aber so, dass man gewusst hat, dass man sich in die Kurve legen muss. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz gewesen, dass man eben auch als Führungskraft in der Lage sein muss, nicht mit den Wölfen zu heulen, sondern durchaus sozusagen das Ganze im Gleichgewicht zu halten. Ich glaube, summa summarum ist es so, dass alle Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. Man kann von allen lernen. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich nicht darauf kapriziert, irgendjemand kopieren zu müssen, sondern man wird im Laufe der Zeit aufgrund der vielfältigen Interaktionen, die man hat, die Erfahrungen, die man hat, die Menschen, die man trifft, die Aufgaben, die man hat, wird man eben auch sich selbst. Man kann sich selbst leben und kann aus seiner Mitte heraus leben, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann ist man eigentlich, ja, geht's einem gut.
Ich mache deswegen mit, erstens mal erzähle ich gerne, ja, das macht Spaß. Zweitens hat mich das persönliche Anschreiben sehr gut gefunden. Die Idee finde ich toll. Ich finde vor allen Dingen den Ansatz sehr, sehr interessant, dass man jetzt keine abstrakten Weisheiten von sich gibt, sondern dass man einfach eine Geschichte erzählt, aus der dann jeder das herauslesen kann und herausnehmen kann, was er will. Und in dem Sinne, ja, macht es einfach total viel Spaß, wenn man mit bei diesem Spiel mitwirken kann. Sie sind rot angezogen. Die Lampe ist rot. Blumen, also erstens mal gibt es da natürlich auch wiederum eine Verbindung. Rot als Blume hat was mit Emotionen zu tun, natürlich. Rot hat was mit Menschlichkeit zu tun. Ja. Und ich glaube, diese Menschlichkeit, das ist was, was uns anspricht, uns spricht nicht formale Autorität an, uns sprechen nicht trockene Konzepte an. Wirklich glücklich macht Geld auch nicht, sondern letztendlich muss das Gefühl passen. Und was gibt es da Schöneres als Blumen und dann noch in der Farbe Rot.